Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video möchte ich gerne die Frage von der Bianca beantworten. Die hat nämlich gesagt, sie hat so viel in Büchern über die Sex gelesen, das kommt ihr irgendwie eher negativ, so negativ beleuchtet. Und sie wüsste total gerne mehr über das Potenzial der Sex und auch die positiven Entwicklungsmöglichkeiten der Sex. Und genau das möchte ich jetzt gerne in diesem Video machen. Es geht, glaube ich, nicht nur euch Sechsern so. Das wird jedem vermutlich so gehen, der sich zum ersten Mal mit dem Enneagramm beschäftigt, dass man am Anfang sehr, sehr stark den Fokus auf den Dingen hat, die nicht so wirklich toll sind. Der Knackpunkt ist nämlich der, dass die Sachen, die nicht so toll sind, das sind die, die uns die Lebensenergie rauben. Die, an denen wir uns immer wieder festhalten und die uns, weil wir es zu viel machen, nicht gut tun. Das ist ja immer eine Frage der Dosierung, ne? Also Gift stark dosiert ist nicht so toll. Gift sehr, sehr fein dosiert kann ganz toll sein. Genauso ist es mit den und unseren Enneagrammmustern eben auch. Und was da häufig verloren geht, ist eben zu sehen, wo sind denn die Geschenke? Und weil ich jetzt gerade, hint, meine Reise durchs Enneagramm in 9 Wochen, die am 28. April losgeht, vorbereite, bin ich jetzt gerade auch bei den Sechserfolien vorbeigekommen. Und jetzt zeige ich euch mal so einen kleinen Ausschnitt, was euch auch in der Enneagrammreise erwarten könnte, aber eben auch zur Sechs, genau zu dem Thema, was da die Frage war. Deswegen spielen wir jetzt mal mit Folien. Da haben wir ja, ich meine, das kennt ihr ja, ne? Das Enneagramm, wenn du es nicht kennst, das ist das Symbol des Enneagramms und hier entlang dieses Kreises, das sind die verschiedenen Enneagramm-Muster. Manche sagen Persönlichkeiten, manche sagen Stile, manche sagen Fixierung, wie auch immer. Diese neuen Einteilungen gibt es. Es gibt auch die Einteilung in Kopf, Herz, Bauch. Also es gehören immer drei dieser Ziffern, dieser Muster zu einem Zentrum. Und die Sechs gehört eben zum Kopfzentrum. Da ist eben, sie ist sehr, sehr, sehr in ihrem Verstand zu Hause und es geht sehr stark darum, die Angst zu vermeiden. Und da hat sie eben ihre Strategien. Und diese Strategien können oft sehr, sehr, sehr viel Kraft kosten. Diese Strategien loszulassen, kosten vermeintlich viel Kraft, schenken aber hinten raus ganz, ganz viel. Wir haben die Sechs hier in der Mitte von dem Kopfzentrum. Die Sechser werden loyale Skeptiker oder Helden genannt. Hier sind auch noch ganz viele andere Namen. Und das sind jetzt noch nicht so die Dinge, die man so als positiv bewerten würde. Das gibt aber ziemlich gut wieder, was die Sechs ausmacht. Das einzig Tolle wäre halt noch zu sagen, okay, dieser altbekannte Spruch, ich zweifle beziehungsweise denke, also bin ich, der hat ja schon so seine Kreise gedreht. Der ist höchstwahrscheinlich im Kopf einer Sechs entstanden. Wir haben im Enneagramm ja diese ganzen Linien. Und da geht es von der Sechs halt eben hier hoch in Richtung 9, die Entwicklungslinie. Und das ist die Entwicklung der Sechs. Die Eigenschaften, die sie integrieren darf, um ein ressourcevolles Sechsermuster leben zu können. Und das habe ich hier mal, Stress schauen wir uns nicht an, wir schauen uns nur die andere Seite an, das ist gerade für interessant. Was passiert denn, wenn wir als Sechs, die in Richtung Entspannung gehen, also die ressourcevollen Seiten der Neun in unser Sechsermuster integrieren? Die Neun ist ein Bauchtyp. Sechs ist ein Kopftyp. Das heißt, wir kommen als Sechser, wenn wir die Neuen integrieren, mehr im Körper an. Wir drehen uns nicht mehr so viel da oben im Kopf rum. Und dadurch werden wir auch gelassener. Es hat viel damit zu tun, dieses Wort Urvertrauen macht sehr viel mit Sechsern. Das zu sehen, ja, ich habe da Angst, aber die gehört irgendwie zu meinem Muster dazu. Und ich weiß, das sind doch nur Gedanken. Und dann dürfen sich die Gedanken drehen, aber ich weiß genau, es sind nur meine Gedanken. Ich bin viel mehr als die Gedanken, die sich da oben drehen. Und das kann man mit Atem eben sehr stark unterstützen, weil man dann irgendwann merkt, ja, es sind nur Gedanken, ich bin trotzdem noch da und das Leben geht trotzdem weiter. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz, ganz große Liste von Aufzählungen der Geschenke. Es geht jetzt über 2 Folien hinweg. Und da mag ich jetzt ganz, 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 ganz weit ausholen. Und zwar die Geschenke der Sechser. Die
Sechser, wir reden hier von einer ressourcevollen Sechs. Ne? Also wir gehen davon aus, dass die Sechs da zumindest dabei ist, sich die Anteile der Neun zu integrieren, die ihr richtig gut tun und die sie ressourcevoll machen. Und dann werden die Sechser sehr, also sie sind, Sechser sind von Natur aus, wenn sie nicht gerade von der Angst dominiert sind, sehr warmherzig. Sie möchten, dass andere Menschen ihr vertrauen, genauso wie sie anderen Menschen vertrauen möchte. Und da kommt halt eben dieses gerne Menschen da zu haben, keine Gefahr für die anderen sein zu wollen. Das ist was ganz, ganz Tolles, was euch Sechser sehr angenehm, als sehr angenehme Mitmenschen zu angenehm, sehr angenehm Mitmenschen macht. Meine Herren, jetzt haben wir's. Ihr, dadurch, dass ihr im Kopf seid und gewohnt seid zu planen, habt ihr ein unfassbar tolles methodisches Vorgehen. Also es ist nicht so hier mal versuchen, da mal versuchen, irgendwie was, sondern in eurem Kopf baut sich ja schon ein Plan zusammen. Und ihr merkt im Kopf schon, wenn irgendwie etwas gar nicht ausprobiert werden muss oder sowieso irgendwo hinführt, wo es völlig blödsinnig ist, irgendwas in der Richtung zu machen. Pflichtbewusstsein hört sich für manche sehr, sehr komisch an, weil Pflichtbewusstsein ja auch so ein, sowas sehr, sehr, sehr stringentes Grades hat. Aber Pflichtbewusstsein für sich, für andere, für die Gemeinschaft eintreten, das ist ja etwas Wundervolles, was ihr als Sechser eben auch an euch habt. Zuverlässigkeit. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also es ist, es gibt die Sechs ist eins von den Mustern, die sehr, sehr, sehr stark darauf achten, zuverlässig zu sein, weil du von außen auch erwartest, dass Menschen zuverlässig sind und du zeigst ihnen durch deine Zuverlässigkeit auch, was du von anderen Menschen erwarten möchtest. Und dementsprechend bist du auch sehr vertrauenswürdig. Also du bist jetzt als Sechs jemand, wo die Sachen bleiben, wo wenn etwas gesagt wird, wenn du etwas erzählst, wenn du sagst, ich mache etwas, dann ist das gesetzt. Du als Sechs bist auch sehr aufrichtig. Also wenn du etwas sagst, dann kann man dir das auch glauben. Das macht dich unfassbar wertvoll für andere Menschen. Sie können auf dich vertrauen, sie können sich auf dich verlassen. Diese Aufrichtigkeit ist ein riesen, riesen Geschenk und nicht selbstverständlich. Für dich vielleicht schon. Das ist ja das. Die Sachen, die für uns selbstverständlich sind, sind für andere Menschen, sind es die noch lange nicht. Und da mal zu sehen, du wirst jetzt, wenn du ein Sechsermuster hast, wirst du jetzt die ganze Zeit denken so, ja, habe ich, habe ich, habe ich, was soll daran toll sein? Das sind aber Dinge, die viele andere Muster so ausgeprägt eben nicht haben. Und das ist der Punkt. Das ist das, was du gut kannst. Deine Geschenke sind für dich sehr häufig ein blinder Fleck, weil sie für dich selbstverständlich sind. Und sie sind nicht selbstverständlich. Und deswegen klingen Geschenke sehr häufig nicht so nach Geschenken für dich. Aber wenn du andere fragst, wirst du merken, was für Riesengeschenke das sind. Durch diese Aufrichtigkeit, diese Vertrauenswürdigkeit, wissen andere Menschen auch, also du bist vorhersehbar für andere Menschen. Du bist so ein, es ist nicht so ein Fels in der Brandung, aber sie wissen genau, wenn du etwas sagst, wenn du, oder wenn irgendwas passiert, du reagierst auf deine Art. Da kommen keine Überraschungen. Das heißt, sie vertrauen dir auch sehr schnell. Du bist als Sechs ein riesen, riesen toller Planer. Es wird sehr selten passieren, dass dir was Unvorhergesehenes passiert, weil du vorher schon alles gut durchdacht hast. Das ist etwas, was ganz viele Menschen nicht können, was für dich aber so normal ist, dich sicherlich manchmal quält, aber wenn man das in einem gesunden Maß hat, dann ist das ein riesen, riesen Geschenk. Und du kannst auch dementsprechend ruhig in chaotischen Situationen bleiben. Hat ein bisschen was mit der Entwicklungslinie in Stress in Richtung 3 auch zu tun. Und hier manifestiert sich das eben auch sehr stark, ne? Und vorbereitet sein, auch in diesen Situationen und dann noch dieses Geschenk im Chaos handeln zu können. Du bist als Sechs eine natürliche Spürnase. Ich mag diesen Ausdruck total. Sechser, du als Sechs, du hast ein Gespür, die Spürnase eben, dafür, ob ein Mensch die Wahrheit sagt oder nicht. Und oft zweifelst du ja dann an dir selber, ne? Ist es jetzt wirklich so? Und sehr häufig ist es genauso, wie du das erspürt hast. Dir ist es eben wichtig, dass du jemandem vertrauen kannst. Und da bist du von klein auf drauf angelegt, herauszufinden, ist der andere authentisch? Ist er kongruent in dem, was er tut und was er sagt?
Wenn es um Schmerz und Leiden anderer geht, bist du sehr respektvoll und auch sensibel, was der andere braucht und wie du für ihn da sein kannst. Als Sechs bist du in der Regel auch sehr humorvoll und kannst Dinge schnell verarbeiten, wo andere Muster dafür sorgen, dass Menschen in ihren Gefühlen oder in ihrer Wut oder wo auch immer gefangen sind. Da geht bei dir hier oben ganz viel, ganz schnell. Der Kopf ist sehr, sehr schnell. Und dann kannst du da sehr viel verarbeiten. Das ist auch ein Riesengeschenk. Meister der Organisation habe ich mir da aufgeschrieben. Du bist ein Meister der Organisation, eben weil du da oben so super planen kannst. Was ich noch da stehen habe, ist, du hältst deine Menschen auf gleichem Stand. Also dir ist es schon wichtig, dass du eben deine Menschen, die dir wichtig sind, auch mitnimmst. Und da sorgst du dann auch sehr für deine, sei es kleine oder große Gruppe. Dann haben wir noch als Beispiel, vielleicht bringt dir das ein kleines Schmunzeln ins Gesicht. Da haben wir es. Typischer Sechser, Herr der Ringe, Frodo. Wer bitte? Okay, wahrscheinlich kommen jetzt Kommentare. Doch, ich möchte nicht verglichen werden mit Frodo. Aber ich meine, der Held ist vom Grundmuster ziemlich sicher eine Sechs. Super loyal, sehr vorsichtig. Aber dann, wenn es drauf ankommt, mutig ohne Ende. Und trägt eine Riesenverantwortung mit sich, ihm ist auch wichtig, die anderen, die zur Gruppe gehören, mitzunehmen. Und wer wünscht sich nicht so einen Menschen an seiner Seite, der diese Fähigkeiten hat? Wenn dir noch mehr tolle Fähigkeiten der Sechs einfallen, sammel sie total gerne hier unter dem Video in den Kommentaren. Wenn du noch mehr erfahren möchtest über das Enneagramm, dich selber besser kennenlernen möchtest und andere und gucken magst, wo du deine Lebensenergie so lässt und wie du das verhindern kannst und Lebensenergie auftanken kannst, komm total gerne mit auf die Reise durchs Enneagramm in 9 Wochen. Die startet am 28. April 2024, www.enneagrammreise.de. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf uns und ich freue mich auch auf uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Deine Kerstin.